So Leute, jetzt geht's weiter mit Einbringen der neuen Lager. Und zwar ist es jetzt so, also meine neuen Lager sind gerade noch im Froster, im Gefrierfach. Und ich möchte das folgendermaßen machen. Ich werde die Motorhälfte in den Backofen auf ungefähr, oder im Backofen auf ungefähr 80 bis 100 Grad erwärmen. Meine Kugellager aus dem Froster holen und dann Kugellager aufsetzen und dann eintreiben. Und dazu kann man die nicht einfach hier so aufsetzen und mit einem Hammer reinklopfen, sondern man darf auf keinen Fall auf den inneren Ring Stöße, also auf jeden Fall darf auf den inneren Ring auf gar keinen Fall die Kraft einwirken. Stöße durch einen Hammerschlag oder ähnliches. Und damit dass das nicht passiert, habe ich mir sowas hier gemacht. Und zwar kann ich hier mein Lager aufsetzen, dass es zentriert ist. Und das hat dann an der Stirnfläche hat das einen Freistich, damit das nur das Lager nur im äußeren Ring belastet wird beim Eintreiben. Wenn ich jetzt hier mit dem Hammer drauf haue, geht die Kraft nur auf den äußeren Ring und so soll es auch sein. Dazu habe ich mir einen zum Einschlagen einfach einen Bolzen gemacht mit einem Gewinde drauf und da kann ich mir hier zum Lager eintreiben, den Einsatz aufdrehen, weil ich habe ja verschiedene Lager und ich habe mir jetzt hier auch verschiedene Einsätze gemacht. Zwar der hier ist für das große Lager und der hier ist fürs kleinere Kurbellager. Als nächstes werde ich jetzt die Motorhaube im Backofen erwärmen auf 80 oder 100 oder zwischen 80 und 100 Grad, keine Ahnung. Ich stelle jetzt mal einfach mal 100 Grad im Backofen ein. Hol die Lager aus dem Froster und dann werde ich euch das live zeigen, wie ich die beiden Lager hier eintreibe. Die sind beide gleich groß auf der linken Gehäusehälfte, einmal das fürs Kurbellager und einmal das für das Ritzelballenlager. Beim Kurbellager muss man darauf achten, dass die geschlossene Seite zum Kurbelgehäuse oder zu der Kurbelwange hin zeigt. Ich werde mir vorher noch mit der Schieblehre das Maß runtermessen und hier auch, damit dass ich, wenn ich die Lage drin habe, dass ich nachmessen kann, ob die ganz am Sitz anliegen. So, so ist auf jeden Fall mein Plan. So Leute, frisch aus dem Ofen raus. Bin jetzt gespannt, wie das funktioniert. Richtiges Lager finden. Okay. Ist das das? Jawohl. Okay, so müsste das funktionieren. Ja, geht ganz schön zäh. Wahnsinn. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, Leute. Boah, das ist ja übel. Entschlossen. Messen. Okay, passt. Nächstes Lager. Wie war jetzt das? Das ist mein Zimmer.
Jetzt kommt das nächste Seitenteil dann dran. So Leute, jetzt kommt die zweite gehörende Hälfte. Boah. Alles zügig gehen. Okay, hier aufsetzen. Muss man sich im Vorhinein schon alles gut austüfteln. So, wieder richtig aufsetzen, sonst ist es falsch rum. Okay, aber das ist nicht leicht. Jetzt ist es messen. Jawohl, ist drin. So, und jetzt kommt das letzte. Okay. Hier. Und zwar das hier. Das mache ich jetzt, glaube ich, mit der Zwinge, wenn es geht. Aussetzen. Oh, das geht so. Schön mit der Zwinge. Jawohl. Okay, jawohl, super. Leute, ich habe es mit der Zwinge reingebracht. Super, super funktioniert. Ganz toll. Sitzt. Ja, das müsste passen. Okay Leute, jetzt sind die Lager drin. So, das Eintreiben der Lager, das war recht hektisch. Und darum will ich jetzt in Ruhe nochmal drüber sprechen. Und zwar, was man beim letzten Lager nicht mehr sehen konnte auf der Aufnahme. Und zwar beim Kupplungslager. Das habe ich mit der Schraubzwinge eingedrückt. Und zwar habe ich da den Passring oder Passstift, keine Ahnung, rausgenommen, die Gehäusehälfte mit dem Lager auf die Arbeitsplatte abgelegt und dann habe ich meine Eintreibhilfe raufgelegt und einfach die Schraubzwinge angesetzt. Und das Lager dann wirklich recht schön einbringen können, eindrücken können. Also es war wirklich toll. Ich war froh. Vielleicht wäre das auch der bessere Weg gewesen für alle Lager. Weil es mit dem Hammer, das schaut schon wirklich dramatisch aus. Aber ich muss sagen, also es ist halb so wild, wie es aussieht. Bei mir hat einfach die Arbeitsplatte so sehr gefedert. Jetzt war es überhaupt bei der ersten Gehäusehälfte, ist das Lager dann schon ein bisschen recht zäh reingegangen. Also mir ist es halt so vorgekommen. Dann das nächste Problem, das die meisten von euch haben dürften, ist, wie kann ich mir so eine Eintreibhilfe machen oder besorgen. Also es geht eigentlich nur, wenn jemand Zugriff zu einer Drehbank hat. Und die Lösung ist eigentlich wieder einfach. Wenn ich neue Lager reinmache, muss ich auch die alten rausmachen. Und die alten Lager, die könnte man als Eintreibhilfe missbrauchen. Und zwar ist es so, hier ist das Lager bei mir 1,1 mm tiefer drin als die obere Fläche. Und man könnte jetzt das alte Lager einfach, halt das falsche. Man könnte jetzt einfach das alte Lager vielleicht hier ein bisschen, den Rand ein bisschen dünner schleifen. Kann man mit einer Einhandwickelschleife machen. Und innen drinnen die Fläche hier vielleicht einen Millimeter tiefer oder zwei. Und dann hat man, dann bleibt nur noch der äußere Ring übrig. Und den könnte man aufs Lager aufsetzen und das Ganze vielleicht so wie ich
Hier mit der Schraubzwinge könnte man das alte Lager hier aufs neue draufsetzen und dann das Ganze einfach so wie ich mit der Schraubzwinge das neue Lager mit dem alten Lager in die Gehäusehälfte eindrücken. Das wär eine Möglichkeit. Da bräuchtet ihr eigentlich nichts weiter, als einfach die alten Lager so zuzuschleifen, dass einfach der innere Ring nicht auf den inneren Ring vom neuen Lager drückt und dass ihr den äußeren Ring einfach zum Einpressen benutzt. Und ich glaube, dass man das außen gar nicht abschleifen braucht, weil bei den 1,1 mm, da geht das durch den Radius, den das alte Lager hat, sitzt das voll auf. Also es sitzt mit seinem äußeren Ring auf dem äußeren Ring vom neuen Lager auf und damit könnte man das einfach eindrücken. Ohne Hammerschläge, ohne alles vielleicht. Ging es so am besten. Also das wäre jetzt noch mein Tipp für alle, dass ihr die alten Lager zum Einbringen der neuen Lager missbraucht. Muss mal ein bisschen erfinderisch sein, aber so mit dem Hammer, dass man einfach das Lager mit dem Hammer einbringen, das wird nicht funktionieren. Also man muss da irgendwas machen. Ja, mehr wollte ich da jetzt eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Meine Lager sind drin. Als nächstes geht es dann weiter. Da werde ich die Kurbelwelle einsetzen. Die werde ich einkleben. Das habe ich schon gesagt. Dazu habe ich einen Versuch gemacht. Ich habe einen Passstift in eine, die ist nicht mal geriebene Bohrung, also die ist bestimmt 2 Zehntel größer. Habe ich eingeklebt gestern und ich wollte ihn gerade testen im Schraubstock aufmachen. Also hat es mein Imbus ausgefotzt und dann habe ich es mit der Mutter probiert. Also ich kann die nicht mehr verdrehen mit dem 13er Gabelschlüssel, also geht nicht mehr. Also ich glaube, das wird bestimmt halten.